Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den News vom 23. Mai 2018. Hat ein wenig gedauert, ich brauche momentan ein wenig Zeit, um mich aufzurappeln. Ja, heute sind sie dann reingekommen, die neuen Lusitanos. Star Stable hatte sie ja gestern schon gezeigt in der Star Stable Story auf Instagram. Sie stehen allesamt bei Steve, wo die Friesen auch stehen, sind auch alle für 949 Starcoins kaufbar. Und dazu gekommen sind ein Bugskin mit einer leichten Äpfelung auf Oberhals, Schulter und Gruppe, sowie ein Palomino. Und ein Rappe mit einer wunderschönen Schnurblässe, die bis zwischen den Nüstern vorgeht. Also fast so eine Art Schnippe, aber es geht halt wirklich durch. Ich dachte erst, es wäre nur eine Schnippe, aber nein, es ist tatsächlich durchgehend. Ja, außerdem gibt es jetzt die neue NPC-Kollektion. Vor einer Weile hatte ich euch schon mal gezeigt, da gab es dieses Notizbuch, wo ihr euch die Sterne anzeigen lassen konntet. Das könnt ihr übrigens über eure Tastatur mit der Taste J öffnen. Und jetzt ist dort ein neuer Reiter dazu gekommen, nämlich zu den Charakteren von Star Stable Online. Dort findet ihr die Charakter, die ihr schon gefunden habt und freigeschaltet habt mit einem kleinen runden Bild. Und wenn ihr das Bild anklickt, dann findet ihr dort jeweils einen Steckbrief mit der Geschichte zum jeweiligen Charakter. Und last but not least gibt es diese Woche auch einen neuen Gegenstand im Lifetime Star Rider Shop in Moorland. Und zwar ist das eine blaue Kappe, leider nicht Chumpy-tauglich, das kennen wir ja von diesen Items schon. Hat plus eins Befehl drauf, sieht aber eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Okay, ihr Lieben, das war's dann auch von den News. Fabi wird gleich einen Pferdekauf-Stream machen. Von mir wird nachher auch noch ein Pferdekauf kommen. Da ich das aber nicht mehr vor dem Stream schaffe, wird das Video dann gegen Abend folgen. Also dann, schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von den neuen Farben? Und ja, wir hören uns.